Hallihallo ihr Lieben, hier ist die Nathalie und wir haben jetzt mittlerweile den 16. November 2011, den lieben Mittwoch, und da kommen jetzt die Göttinnen mal wieder zum Tragen und die haben die dringende Nachricht, dass jetzt mal wieder Reinigung ansteht. Sie sagen, es ist Zeit für eine reinigende Entgiftung deines Körpers und Geistes. Passt dann auch wunderbar mit deiner Metona mit dem heiligen Raum zusammen. Die erklärt dann gleich nachher noch warum. Die dann sagt, erschaffe dir einen Altar oder gehe an einen Kraftplatz, um dich mit dem Göttlichen zu verbinden. Also es ist jetzt mal wieder so eine Schicht an altschädlichen Substanzen, Schlacken, alten Themen, wie auch immer, abzulegen. Und das empfehlen sie natürlich, wie ihr auf der linken Seite, denke ich, ganz gut sehen könnt, durch die Comentina, mit Wasser, mit Salzwasser. Den Hinweis hatten wir jetzt gerade schon mal. Insofern ist es scheinbar jetzt wirklich einfach nochmal eine Verstärkung oder eine Wiederholung, die sagen soll, es ist jetzt einfach wirklich wichtig, sich innerlich wie äußerlich zu reinigen. Äußerlich im Sinne von, wie gesagt, Salzbäder beispielsweise, Duschen sind gut, auch die nehmen alte Energiefelder mit. Innerlich heißt natürlich zum einen auf jeden Fall viel, viel gutes Wasser trinken. Das transportiert viel Mist ab. Und natürlich seid ihr auch angehalten, gewisse schädliche Substanzen mal zu überprüfen. Wie ernährt ihr euch? Wie schaut es aus mit Alkohol, Drogenkonsum, was auch immer? Und vielleicht auch einfach Lebensmitteln, die euch nicht gut tun. Weißmehl, Zucker. Ja, Nikotin ist kein Lebensmittel, aber ihr wisst, was ich meine. Also Rauchen, sprich dann auch Koffein in Übermaßen. Schaut einfach wirklich mal genau, wie ihr euren Körper pflegt bzw. nicht pflegt und was da sich so alles ablagern kann, ernährungstechnisch. Und dann sprechen sie natürlich jetzt ganz, ganz, ganz hauptsächlich davon, was ihr denkt. Denn Gedanken sind auch gute oder schlechte Nahrung für den Körper. Das heißt, schlechte Gedanken oder negatives Gedanken gut. Somit natürlich auch generierte schlechte Emotionen sind wirklich Giftstoffe für den Körper. Und diese negativen Emotionen setzen sich natürlich an die entsprechenden Energiezentren, sorgen dafür Widerstände und Blockaden. Und dann gibt es natürlich das eine oder andere nicht so erquickende Symptom im Körper, Krankheiten und einfach Unschönes, was euch natürlich euer Körper dann auch sagen möchte oder womit euer Körper euch sagen möchte, dass da gewisse Verunreinigungen da sind. Und wie gesagt, grundlegend zu wissen ist einfach, dass ihr die meiste Verunreinigung eigentlich durch euer Gedankengut erschafft. Denn wenn ihr natürlich, wenn ihr einfach darauf achtet, euch wirklich mit sehr erquickenden Gedanken und angepasst an eure innere Führung, die ja alles super, super klasse sieht und empfindet, in Anlehnung daran natürlich denkt und euch einfach da sehr, sehr übt, mal wieder positive Gedanken zu generieren, dann lässt der Widerstand, wie gesagt, im Körper nach und der Körper kann sich ganz von allein regenerieren. Und der Körper wird dann auch letztendlich gar nicht mehr nach so schädlichen Substanzen verlangen. Seht bitte die Zusammenhänge, seht den Kreislauf und vielleicht ist es euch auch schon mal aufgefallen, wenn ihr euch mal wirklich explizit um euren Körper kümmert und vielleicht auch mal laufen geht in den Wald, joggen geht, besser gesagt, zum Beispiel, dann werdet ihr feststellen, dass ihr automatisch dann auch mehr Lust auf gesundes Essen habt. Und das eine bedingt tatsächlich das andere, wenn ihr sozusagen euch da körperlich bewegt und euch da bemüht um die Gesundheit und Reinigung eures Körpers, dann habt ihr automatisch eine andere Schwingungsebene erreicht. Die ist dann etwas weiter oben angesiedelt. Und sobald die Schwingungsebene weiter oben ist, habt ihr dann auch ein anderes Essverhalten und Verlangen. Seht das bitte auch und oder beobachtet euch mal dabei und ihr werdet Freude haben, wenn ihr feststellt, dass ihr wirklich da euch ein bisschen besser im Zaum haltet, was,
Unangenehmes anbetrifft oder anbelangt, was ihr eurem Körper zuführt. Ganz, ganz wichtig, wie gesagt, das hat eine sehr starke Energie heute. Und die Nemetona, wie gesagt, steht für den heiligen Raum. Sie sagt, es ist jetzt wichtig, die innerliche Reinigung auch natürlich dadurch herbeizuführen, dass ihr euch wirklich genügend Zeit und Rückzugsorte für euch selber sucht, dass ihr euch, wenn ihr wollt, vielleicht auch zu Hause sowas wie so einen kleinen Platz schafft, wo ihr wirklich euch so richtig wohlfühlt, wo ihr euch vielleicht mit Gegenständen oder Symbolen umgebt, die euch so eine Verbindung noch untermalen oder unterstreichen, wie eine schöne Kerze, vielleicht Räucherstäbchen oder irgendwie eine schöne Figur, die euch an irgendwas erinnert, was ihr euch letztendlich oder was euch letztendlich mit dem mit der geistigen Welt verbindet und dass es euch wirklich ganz kuschelig macht. Und sie sagt, es ist eigentlich gar nicht wichtig, wie ihr das genau macht mit dem Verbinden mit der oberen Etage Universum, sondern es ist wichtig, dass ihr es einfach ganz, ganz oft macht. Und immer wieder übt und euch wirklich ganz, ganz regelmäßig am Tag immer wieder in Erinnerung ruft, dass die Lieben da sind, dass sie euch unterstützen, dass ihr euch auch da einfach mit der Verbindung mit nach oben auch empfänglicher macht. Und da könnt ihr dann einfach auch wirklich das, was da an Führung kommt, an Intuition da kommt, wesentlich besser wahrnehmen. Ihr übt es einfach in dem Moment wesentlich besser. Und dadurch, dass ihr euch da verbindet, das reinigt euch auch, weil ihr dann einfach universelle Energie reinbekommt und Quellenergie reinbekommt, besser gesagt, und letztendlich das reinigt euch. Und weiß euch auch wirklich auf einen höheren in den höheren Schwingungszustand versetzt und dadurch einfach wirklich die Widerstände im Körper dann nachlassen können und alles sich rauswaschen kann, was da nichts mehr verloren hat an ollen Sachen. Wie gesagt, sie sagen jetzt nochmal, ganz wichtig, viel trinken, viel, viel trinken, gutes Wasser trinken, drauf achten und dann können jetzt die ollen Sachen wieder ein Stückchen weit mehr gehen. Und ihr habt wieder ein Stückchen weiter geübt, wie es ist, sich mit eurer inneren Führung zu verbinden, indem ihr einfach still werdet und euch zurückzieht und wirklich da eine Verbindung herstellt. Ja, tief in euch rein. Wird euch sehr, sehr, sehr gut tun heute. Also, lange Rede, viel Sinn, hoffe ich, für euch. Dann wünsche ich euch bei eurem heutigen Reinigungs- und Rückzugsritual, das ihr hoffentlich da vollführt, ganz, ganz, ganz viel Spaß. Viele neue Eingebungen wünsche ich euch und viele neue Erkenntnisse vielleicht und einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten, alles loszulassen, was ihr nicht mehr braucht. In diesem Sinne freue ich mich natürlich dann wieder auf euch und auf morgen. Tschüss!